Ta-ta-ta-ta. Hallo liebe Freunde von In Vinyl Veritas. Heute mal keine LP-Besprechung, heute gibt es ein Live-Video. Ich stehe hier gerade in London und im Hintergrund, glaube ich, könnt ihr sehen, wo ich stehe. Ich stehe vor den Abbey Road Studios. Die Abbey Road Studios, muss man, glaube ich, nicht allzu viel erzählen, sind die Studios, wo die Beatles die meisten ihrer Schallplattenaufnahmen gemacht haben in den 60er Jahren. Und selbst heute noch sind die Abbey Road Studios ein Begriff, vor allem im Bereich von Vinylschallplatten, denn momentan werden viele hochwertige Schallplatten, also die sozusagen neu herauskommen, in den Abbey Road Studios gemastert oder sogar alte Scheiben remastert auf 180 Gramm Vinyl, und zwar Half-Speed Mastering. Dafür sind die Abbey Road Studios hier im Hintergrund derzeit bekannt, nicht nur wegen der Beatles. Ja. Zweites Video heute geben, und zwar gehen wir nachher Nachmittag zu ABBA Voyage, also Beatles und ABBA. Mehr kann man als Popmusik-Fan an einem Tag fast nicht erwarten. Mind the gap between the train and the platform. This is Monument. Hallo liebe Freunde, jetzt stehe ich hier vor der ABBA Arena in London. Muss man ein bisschen suchen, bis man sie findet, aber es hat gut geklappt. Und wir sind jetzt eine gute Stunde vor Konzertbeginn, um 15 Uhr geht's los. Und wir werden jetzt mal langsam reingehen und werden uns die ganze Sache mal anschauen. Und dann hoffen wir auf eine spektakuläre Show. So, wir haben jetzt Platz genommen in der Arena. Drinnen ist eigentlich strengstes Filmverbot, aber nachdem die Show noch nicht begonnen hat, wage ich mal einen Blick. Das ist sensationell, was man hier auf die Beine gestellt hat. Diese Arena ist der absolute Wahnsinn.